Diese vierte Klasse der Sankta Christiana Volksschule hat so richtig Glück. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes, denn sie werden einmal wöchentlich in Sachen Glück unterrichtet. In erster Linie ist das Wichtigste im Schulfach Glück, den Kindern beizubringen, dass sie selber für ihr Glück verantwortlich sind. Also ich habe jederzeit die Wahl, will ich das Schlechte sehen oder will ich das Gute in meinem Leben oder in meinem Tag sehen. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt, das den Kindern schon von Anfang an beizubringen, weil das macht was mit einem Menschen über das ganze Leben hindurch. Das zweite Wichtige, also was mir persönlich wichtig ist, ist den Kindern beizubringen, ich habe Stärken. Ich habe Stärken, ich habe Zauberkräfte, ich habe Dinge, die ich kann, die gut sind, wo ich gut bin, wo ich mich wohlfühle und dass ich diese Talente und Stärken nutze. Der dritte wichtige Punkt ist für Psychologin Susanne Wallner Teamarbeit. Wir spielen jetzt den gordischen Knoten. Das ist ein Teamspiel. Da müsst ihr jetzt gut zusammenhalten und probieren, eine Lösung zu finden, und zwar gemeinsam eine Lösung. Und jetzt geht's los. Augen auf. Ja, ihr müsst doch bleiben, Lea. Wie habt ihr es denn geschafft, diesen gordischen Knoten zu lösen? Das war eine ganz, ganz tolle Leistung von euch. Das hat ja super funktioniert. Elena. Mit Teamarbeit. Mit Teamarbeit. Aber was hast du denn dazu getan, dass es Teamarbeit wird? Wer hat eine Idee? Gesprochen. Ihr habt miteinander gesprochen, ganz genau. Wo kann man denn das? Das Schulfach Glück wird hier seit 6 Monaten unterrichtet. Was hat sich seitdem verändert? Dass wir viel über Probleme und so reden. Findest du das gut? Ja. Was ändert sich, wenn ihr viel über Probleme redet? Dass wir dann nicht mehr so traurig oder wütend sind. Wir sind zu mehr zusammengerückt und sind zu einer Klasse geworden und zu einer Gemeinschaft. Das war auch davor anders? Ja. Leider. Naja, in der Klassengemeinschaft ist es besser geworden und wir streiten nicht mehr so viel. Ja, und die Teamarbeit ist auch besser. Sie als Direktorin, warum haben Sie das Schulfach Glück in den Lehrplan aufgenommen? Wir versuchen, zeitgemäß zu sein. Und Schule ist schon lange nicht mehr nur dort, dass es ums Lernen geht. Also Schreiben, Rechnen, Lesen ist nicht alles, was wir brauchen, sondern wir brauchen auch Kompetenzen, die darüber hinausgehen. Und da gehört es eben auch dazu, wie sehe ich mein Leben und sehe ich das Positive oder sehe ich das Negative? Und mit einer positiven Einstellung gelingt mir einfach vieles. Margot Maas engagiert sich seit 6 Jahren für das Schulfach Glück. Die 3 Schlüsselsätze sind für sie: Was macht mich im Moment glücklich? Wie werde ich langfristig zufrieden? Und wie kann ich mit negativen Gefühlen umgehen? Ich war viele Jahre für das Suchen und für die Ausbildung von Lehrlingen verantwortlich in meinem letzten Job. Und ich habe gesehen, dass den jungen Menschen einiges fehlt, was sie so im Alltag und in ihrer Arbeit brauchen. Das war ein bisschen der Hausverstand. Also Lebenskompetenz, das war Vertrauen, Eigenverantwortung und ein bisschen auch so der Sinn des Lebens. Und das war so, das hat mich immer sehr berührt. Ja? Und ich wollte hier gemeinsam mit einem lieben Freund und Kollegen einen Beitrag leisten, da was zu verändern. Und da muss man in der Schule ansetzen. Bei der 2. Übung schreiben die Schülerinnen und Schüler jedem anderen auf den Rücken, warum dieses Kind besonders ist. Wer fühlt sich denn jetzt glücklich? Wem geht's dem jetzt gut, wenn er das alles liest über sich? Natürlich. Ja, ist das fein? Das ist ein schönes Gefühl. Bei mir steht drauf lustig, cool, hilfsbereit, nett, bester Freund, ultra nett, lustig. Sie ist nett und hilfsbereit, cool, Sonnenschein, lachen wie eine Sonne. Freust du dich da, wenn du das hörst? Ja. Und wann schaust du dir den Zettel an? Wenn ich traurig bin. Die Kinder waren ja sehr entzückend und haben gesagt, dass sich auch viel in der Klassengemeinschaft verändert hat. Ist das normal beim Schulfach Glück? Ja, das ist das, was wir alle hoffen, deshalb machen wir es ja. Das ist ja unser großes Ziel, dass sie einfach diese Erfahrungen, die sie in den Spielen, in den Übungen machen und erfahren dürfen, dann auch wirklich für ihr Leben und für ihren Alltag ausnützen.
So wird Glück zur sinnvollen Investition in unsere Zukunft.